So, wir haben Sonntagmorgen, 24. Juni. Der eine oder andere wird es erkennen. Das ist der Stand, wo ich die Bienen im Frühjahr an der Akazie hatte. Ich habe sie mal stehen lassen, weil ich hier mal gucken wollte, was es hier so gibt. Also hier gibt es jede Menge Edelkastanien und Brombeeren rundherum. Und wie man sieht, haben wir inzwischen den dritten Honigraum drauf. Also so schlecht ist es nicht. Ich denke, ich werde die nächsten Jahre das dann immer so machen, dass ich die nach der Akazie stehen lasse. Da lohnt sich das Hin- und Hergeschleppe nicht. Ist aber noch ein bisschen früh am Tag. Also wir haben jetzt, was weiß ich, 15, 16 Grad. Das ist eigentlich noch ein bisschen frisch. Wir haben zwar schon den ersten Flugverkehr, aber jetzt noch nicht massig. Ist eigentlich nicht ideal. Ich gucke immer, dass ich sonst in die Mittagszeit rangehe. Da ich heute Mittag aber noch was zu tun habe, gucken wir uns die halt heute Morgen mal an. Ich nehme euch mal mit durch die Landbeuten, alle vier, und schauen wir mal, was da drin so los ist. Viel Spaß! So, wir fangen mal mit dem ersten Volk an. Mal kurz Handschuhe an. Guck mal, den ersten Honigraum kann ich euch noch nicht zeigen. Das steht ja noch ein bisschen tief für. Aber wir gucken mal rein. Ausschaut. Das ist ein Honigraum, den habe ich vor 2 Wochen gegeben. Aber wie man sieht, glänzt es da schon wieder drin. Die Waben sind jetzt bei dem Volk auch schon wieder zu 2/3 voll, so dass ich da echt überlege, ob ich den nachher noch mal einen neuen Honigraum mitbringen, damit die was zu tun haben. Jetzt die Woche soll es nämlich noch mal richtig warm werden. Richtung 30 Grad. So dass die Damen keine Langeweile bekommen. Drehung weg. Nächste Honigraum. Da könnt ihr schon fast mit reingucken. Können wir mal eine Randfarbe ziehen hier. Die Seite ist noch offen, die andere Seite sieht man schon schön, dass sie anfangen zu verdeckeln. Der ist aber insgesamt randvoll. Merkt man auch schön am Gewicht. Komm, dreh dich. Schon gut verkittet alles. Oh, der ist schwer. Der ist ziemlich voll. Der nächste genauso, der ist auch randvoll. Das ist ja noch der erste quasi, den die gekriegt haben. Also wie das aussieht, ist der auch schon fast komplett verdeckelt. Also da können wir auch in den nächsten Wochen irgendwann ernten. Ein bisschen Rauch. Ja. Schauen wir mal, wie gut die Damen um die Uhrzeit drauf sind. Ja. Erste ist in dem Fall noch so eine alte Futterwabe, die ich den hingehängt hatte. Als Zwischenpuffer, wenn mal die Honigräume runter sind. Die haben die in den Zeiten dann schon fast leer gefressen, ist noch ein bisschen was drauf, aber das ist nicht der Rede wert. Dann haben wir das Trendsheet. Dann altbewährt, erste Wabe. Halb Arbeiterinbrut, halb unten die Drohnenbrut. Komplett bestiftet, viel schlüpfende Brut, also die Bienen sind jetzt im Moment ja schon auf ihrem Höchststand, wenn man so sagen darf. Und das Volk sieht ziemlich gut aus, hier haben sie ein bisschen Pollen drin, ansonsten überall Stifte, fleißige Königin. Gucken, ob wir so irgendwas sehen. Hier auch ganz bisschen Pollen. Ansonsten ein bisschen Brut, ein bisschen Futter oben, aber ganz wenig. Relativ viel los, weil die ganzen Flugbienen noch nicht unterwegs sind.
Geht mal weg, Mädels. Auch alles bestiftet. Auch ganz viel geschlüpft. Der Rest schön mit frischen Stiften voll. Wunderbar. Und weg da. Weg, 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 weg. Jetzt ohne Handschuhe von Vorteil, aber wie gesagt, wir haben eine komplette Brutwabe mehr oder weniger mit kurz vor dem Schlupf stehend. Sieht man schön, weil die ganz dunkel ist, die Zellendeckel. Also die Königin ist auf jeden Fall sehr gut. Weg da. Trotz der Masse an Bienen, die drin ist, um die Uhrzeit relativ friedlich. Fliegen zwar ein paar rum, aber alles im Rahmen, auch wunderschön. Ganz viel Brut, bisschen Pollen. Ja, weg, weg, weg. Drohnen dazwischen, ansonsten jede Menge Brut. Also die Dame schafft es echt. Ich weiß nicht, jetzt sind hier sogar wie 7 oder 8 Dantwaben drin, die fast komplett zu bebrüten. Das ist schon ganz ordentlich. Das muss man erstmal hinkriegen. Auch hier komplett Brut. Wunderschön. Ja, jetzt werden sie langsam ein bisschen pissig. Aber wie gesagt, es ist relativ kalt. Alle Damen zu Hause, da sind die schon mal ein bisschen schlechter drauf. So, dann muss ich da noch die letzte Wabe. Die ist mit Pollen voll und Brut. Ein Drittel Brut, der Rest Pollen. Aber hier mein Bienentracker. Das ist ein kleiner GPS-Tracker, weil ich meine Völker, die halt nirgends auf irgendeinem Grundstück stehen, was ich meistens versuche, sondern halt irgendwo wie hier in der Pläte, wo ich nicht genau weiß, was los ist. Die kriegen immer so einen Tracker. Also nicht alle, aber ein Teil davon. Hat ungefähr 3 Monate Laufzeit. Das ist jetzt eine Powerbank gewesen, um das Ding aufzuladen, weil beim letzten Mal der alle war. Der ist echt genial. Kleine SIM-Karte drin. Da kann man echt schön verfolgen, was passiert. Geht sogar Echtzeit, wenn man möchte. Wobei das dann natürlich relativ viel Akku und Datenvolumen kostet. Aber wenn man den so einstellt, dass der quasi nur Alarm gibt, wenn was an den Bienen passiert, reicht das Ding ewig. Also es ist, ich weiß nicht, ich habe den jetzt mit viel Spielerei, ich glaube das erste Mal, die ersten 10 Euro aufgeladen. Also das, ich habe den jetzt glaube ich 1,5 Jahre im Betrieb. Da kann man echt nichts meckern. Na, dann schieben wir die mal wieder schön als Block rüber. Vorsichtig, dass wir nicht viele quetschen, das wollen wir nicht. Natürlich. Vergessen, die eine Wabe wieder reinzumachen, warum auch nicht.
hier auf. Die Vase wieder dazwischen. Wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche. So. Trennschiebe wieder rüber. Die letzte Wabe. Geht mal in Deckung dran. Sieb muss wieder drauf. Gitterchen wieder drauf. Merken euch. Ich räume wieder drauf. Die Jahreszeit immer schön verkittet. Mein Gott, der hat echt Gewicht. Der hat echt Gewicht, das gibt auf jeden Fall ordentlich Honig. Der ist auch randvoll. Und der letzte kann auch, aber er ist auf jeden Fall angefangen. So ist das schön. So, dann auf zum nächsten Volk. So, das nächste Volk. Mal kurz in den ersten Honigraum, falls ich ihn aufkriege. Mein Gott. Ganz klein bisschen Rauch rein. Nicht zu viel, weil wir keinen Rauchhonig haben, ne? Schauen wir mal. Auch die sind ja 2 Wochen drauf. Oh, hier sieht man schön, die sind schon fast zur Hälfte voll, die Waben. Relativ dunkel. Bin gespannt, ob das mehr so Blatthonig ist oder was es ist. Schauen wir mal. Was sich da ergibt, aber ordentlich verkittet. Und hier ist auch schon das erste Drittel voll, sage ich mal. Zweiter Honigraum von oben. Hier sind die Damen langsam dabei, das Ganze zu verdeckeln. Waben schön voll, schöner dunkler Honig. Etwas angesäuert bei dem Wetter und der Uhrzeit. Kann ich verstehen. Man sieht auch randvoll das Volk. Absperrgitter ab. Hier hängt wieder schön der Bienenbart dran. Von dem Teil, der sich da verkettet. Ja, aber die erste Wabe war wieder so eine Restfutterwabe. Die haben die inzwischen komplett leer gezogen. In der Zeit, wo sie nichts gekriegt haben. Also die kann im Prinzip raus. Da ist nichts mehr drin. Tutti kompletti leer. 3 Tropfen noch. Das braucht da nicht drin bleiben. Trennschiet. Das wird immer ordentlich verkittet, weil das echt relativ eng sitzt an den Seiten.
ein bisschen größer als die Rähmchen, also vom B-Space her, so dass sie das eher zubauen mit Propolis. Erste Wabe wieder schön, Hälfte Arbeiterin, Hälfte Drohnen, komplett verdeckelt oben. Zweite Wabe mit der Königin drauf. Ich versuche sie mal einzufangen. In der Mitte von der Wabe. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Nicht gezeichnet, aber trotzdem sehr schön. Ist vom letzten Jahr noch eine. Ach, hier wieder. Der obligatorische Bienenschrecker drin, in einer Tüte bleiben würde. Dann sieht man, wenn die Tüten zu dünn sind, zerschreddern die Damen die. Der ist quasi leer, da kommt jetzt ein neuer rein. Ein paar von im Umlauf, sodass die immer wechselweise rein können, beziehungsweise ich die am Stand nachlade. Mit den Akkupacks, sodass sie dann beim nächsten Mal wieder rein können. Wir haben zum Beispiel auch die Funktion, dass selbst wenn die jetzt hier abgeschirmt werden oder was weiß ich, wenn die dann bestimmte Geschwindigkeiten überschreiten, dann melden die auch Alarm. So ein bisschen NSA für die Bienen. Auch wieder wunderschön hier alles bestiftet bzw. verdeckelt. Kein Gramm Futter drin. Da muss man halt nur aufpassen, wenn man den beim nächsten Mal den Honig wegnimmt, dass man den zumindest ein, zwei Futterwaben dann dabei hängt bzw. die dann auffüttert. Das ist halt das, wo man beim angepassten Brutraum so ein bisschen drauf achten muss, weil sonst kann so ein starkes Volk doch relativ schnell verhungern. Das geht rucki zucki dann. Also das heißt verhungern, aber dann ist auf jeden Fall relativ schnell die Kacke am Dampfen. Weil die haben doch einen ganz ordentlichen Umsatz. Wenn das so viele sind. Nur auch komplett verlegt mit Brut. Alle Stadien offen verdeckelt. Maden, Eier. Ganz meine Damen, geht mal ein bisschen auf Tauchstation hier. Ja. Auch hier komplettes Brutbrett. Ist, also bis auf ein paar Leerzellen dazwischen, die zum Kühlen oder Heizen nehmen, ist da alles voll. Entweder mit verdeckelter oder mit unverdeckelter Brut. Die Damen sind echt schön. Mit der Backfasslinie bin ich echt zufrieden. Das ist von der Imkerei Pfannenbonger. Die sind hier am Niederrhein ein relativ großer Backfasszüchter. Und bei denen beziehe ich immer meine Weiselzellen bzw. meine fertigen Königin. Das ist jetzt ein Volk, was nicht so ganz gelben Einschlag hat. Aber wie gesagt, wunderbar, ordentlich Honig. Und wenn es nicht so früh am Tag ist, sind die auch sonst etwas friedlicher, wobei die jetzt nicht aggressiv sind, aber halt die ganzen Flugbienen, die hier rumhocken, machen die Sache nicht einfacher. Ne? So, auf der letzten Wabe ein bisschen mehr Pollen, aber selbst da noch Brut. Wunderbar. So. Schieben wir den ganzen Kram mal rüber. Honigraum aufsetzen brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ab zum nächsten. So, das dritte Volk. Der erste
erste Honigraum auch schon wieder halbwegs besetzt, beziehungsweise will mit Honig voll, wobei das Volk ein bisschen schwächer ist als die ersten beiden. Das ist der Honigraum, ich sag mal, vielleicht so ein Drittel gefüllt ist, wenn überhaupt. Eher ein bisschen weniger, aber so nicht schlimm. Wie gesagt, die nächste Woche wird es nochmal ordentlich warm, da können die nochmal loslegen. Ich habe gesehen, die Brombeeren, die blühen noch ganz ordentlich. Edelkastanie hat auch noch Blüten dran. Wir haben also noch Platz und Luft nach oben. Der nächste Honigraum, da haben sie angefangen zu verdeckeln, das was sie schon voll hatten, beziehungsweise teilweise voll. Also da hätte man wahrscheinlich einen weniger geben können, aber ich habe lieber einen zu viel drauf als zu wenig. Hier fangen sie gerade an schön zu verdeckeln. Da wunderschöne Waben. Da können die nächsten Tage noch ein bisschen nachlegen. Und wenn das nächste Mal Regen ist, können die im Innendienst schön verdeckeln. Ich denke so, spätestens in 2 Wochen ist dann Schleudern dran. Ich denke mal so die erste Juliwoche war es das hier. Die Linde und alles doch relativ früh angefangen hat zu blühen, wird hier auch dementsprechend früh fertig sein. Kassiert, weil die Dame in den Fuß reingekrochen ist. Passiert. Wenn man sie halt quetscht, machen sie trotzdem ein bisschen Wehr, Gegenwehr. Dürfen sie auch. So, wie man hier sieht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Waben drin. Die erste ist wieder so eine alte Futterwabe noch, die für schlechte Zeiten drin hatten. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die eher die Futterwaben dann leer ziehen, wenn es mal nichts gibt. Da wird nichts umgetragen, die fressen dann nur davon. Ist noch ein bisschen drauf, also darf die noch bleiben. Das Sheet, das ist mit Dämmung gefüllte Schiele, die sind relativ schwer, aber die Damen mögen die. Die sind bauen echt von oben bis unten. Selbst vor dem Sheet quasi Brut bis an das Sheet ran. So wie man hier sieht, die erste Wabe direkt, wunderschön. Die haben, das waren relativ schwache Flöhe. Guck mal, hier ist die Königin. Mal ein Futterkranz hier vorne, wie man sieht, gelb gekennzeichnet. Jetzt versteckt sie sich gerade unter ihren, da kommt sie wieder. Waren kleinere Völker zu Anfang mit viel Futterkranz, wie man sieht. Den haben sie sich nach und nach weggearbeitet. Jetzt ist hier oben noch eine größere Ecke da, aber das ist auch nicht schlimm, die werden die dann später verarbeiten. Auch hier von Holz bis Holz, komplett Brut, wunderschön. Auch die Dame hat echt gute Arbeit geleistet. In der Mitte alles bestiftet, außenrum schlüpfen sie. Das sieht schön aus. So macht das Spaß. Auch hier wunderbar. Kein Gramm Futter drauf auf den Waben jetzt. Wunderschön. Brut, Brut, Brut. Und dadurch, dass sie so schön eng gehalten sind. Und weil es halt auch vernünftiges Material von den Bienen her ist. Keinerlei Schwarmstimmung, also das ist immer wieder schön. Die Völker hatte ich zuerst am Raps stehen. Raps ist ja echt was Schwärme echt fördert. Da war nichts zu merken. Danach jetzt in der Akazie und hier stehen lassen. Und man merkt überhaupt keine Schwarmstimmung. Da macht das Imkern echt Spaß, wenn man nicht ständig gucken muss, ob einem die Damen abhauen. Und auf den Boden gucken würde der Beute, ist alles voll mit Bienen. Die füllen wirklich jede Ritze aus hier. Wobei, wie gesagt, bei dem Volk hätte ich jetzt auch nicht mehr geben müssen. Also die Dame ist mit ihren 7 Waben völlig ausgelastet.
Alles, was ich da zusätzlich reingebe, gibt nur irgendwelche Pollenanlagerungen größere. Das brauchen wir auch nicht. Von daher bleibt das. Noch ein paar Bienchen vertreiben hier unten von den Füßen. Die krackern sind ja sonst in die Söckchen rein. Und dann stechen sie natürlich. Und ein paar Pollen dazwischen. Ansonsten wunderschön. Brot, Brot, Brot. So ist das schön. Letzte Ware. Braucht man zwar nicht ziehen, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Man sieht, sind die Damen ein bisschen angepisst bei dem Wetter. Wenn ich das Video letzte Woche gedreht hätte, dann wären die nicht ein bisschen da aufgeflogen oder was. Aber bei dem kühlen Wetter, wir hatten jetzt die letzten Tage echt scheiße, mit viel Regen dazwischen, sodass die auch nicht großartig fliegen konnten, sind die schon mal ein bisschen angesäuert. Und das merkt man bei den Durchsichten natürlich ganz gut. Ja, ja, ran. Ja, ran. Letzte Wabe rauf. Ja. Honig rauf aufsetzen, dann spare ich euch. Bis gleich zum nächsten. So. Die letzte Beute an dem Stand. Ja, den Brennnesseln verfangen. Schauen wir mal, was die so treiben. Ordentlich was los. Gucken wir mal, wie da der erste Honigraum aussieht. Auch hier wieder so, ich sag mal, so ein Drittel belegt oder sowas vielleicht. Sieht man schön in der Mitte so einen dunklen Streifen. Die arbeiten sich also langsam vor. Das sieht also ganz gut aus. Ja, komm. Ordentlich verkittet. Aber da ist noch Platz. Also die brauchen nicht direkt was Neues. Auch in dem nächsten ist noch Platz. Da sieht man auch gleich gut. Wir haben halt da angefangen auszubauen. Wo das Brutnest war. Dann sieht man den Honigraum, wenn man das kennen kann. Der ist halt hier in dem Bereich so belegt. Um die Jahreszeit sind die Dinger immer echt. Da bräuchtest du kein Spanngurt, wenn du die eine Woche drauf hast, die Honigräume. Dann würde sich nichts bewegen. Du schiebst eher die Beute, als dass du den Honigraum runterdrehst. Ein bisschen Rauch zur Beruhigung hier. Klettern wir schon wieder die Füße hoch hier. Ja, aber das ist halt das Wetter. Das Wetter und die Uhrzeit. Ist nicht exemplarisch für die Bienchen. Die sind sonst besser drauf. Ja, die haben noch ein bisschen mehr Vorrat auf der ersten Wabe. Die sitzen auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch das könnte theoretisch ein bisschen weniger sein, glaube ich, bei dem Volk, aber jetzt um die Jahreszeit hänge ich da auch nichts mehr weg oder rum. Hier wieder Hälfte Arbeiterin, Hälfte Drohnenbrut, wunderschön. Wobei die hier nur einen Bruchteil mit Drohnen besetzt haben. Wie man schön sieht, ist nur das, die untere Hälfte vom unteren Drittel. Den Rest haben die gesagt, brauchen sie nicht als Drohnen. Dann summseln hier die Drohnen um mich rum. Da ist die Königin. Unteren Rand zu sehen.
Schöne gelbe Dicke, nicht gezeichnet. Die ist jetzt gerade am Unterträger, sieht man wahrscheinlich ganz schlecht. Ja, die leistet auf jeden Fall auch gute Arbeit. Noch wieder rein. So, nächste Wabe komplett mit Maden, schöne Rundlarven, ein bisschen Pollen obendrauf, ansonsten wunderschön. Die Pollenreste sind auch aus einem Frühjahr, wo das Volk noch ein bisschen kleiner war. Inzwischen ist das auch vernünftig angewachsen. Aber die haben so viel, dass sie da jetzt auch nicht großartig freiräumen müssten. Ja, spätestens in 2-3 Wochen gibt es dann eh einmal komplett die Brutentnahme. Dann haben wir die ganzen Waben eh raus, die Brut drauf haben. Und für den Winter dürfen sie so ein bisschen Pollen auch gerne behalten. Und hier wunderschön auch ein kleines Spielnäpfchen, wobei da nichts drin ist. Da verkleben selbst die Handschuhe bei dem ganzen Propolis hier. Ja, wunderschön, ein bisschen Drohnenbau unten drunter, deswegen haben sie wahrscheinlich den Rest nicht gebraucht. Und auch der darf da gerne hängen bleiben. Die dann kriegen jetzt den Trecker, den wir vorne entnommen haben, rein. Nicht zwischenzeitlich an so eine Powerbank drangehängt. Dass der sich ein bisschen aufladen kann. Schön flach hinlegen. Und dann sind wir mit dem Volk auch schon durch. Da nicht, weil da der Drohnenbau drunter ist. So, in die Mitte schieben. Mal gucken, dass wir wieder zumachen. Inzwischen sind sie ganz schön angesickt hier. Wobei das oft so der Fall ist, dass wenn man dann beim letzten Volk ist, die natürlich den Rusel von den ersten Völkern mitkriegen. Die stehen ja alle auf einem Beutenbock hier drauf. Die kriegen ja auch mit, wenn man nebenan aus Versehen eine drückt. Das riechen die ja auch. Sodass das letzte Volk eh meistens das ist, was am ehesten auf Krawall gebürstet ist. Ja, ja, ich weiß. Ich lasse euch schon wieder in Ruhe. Dürfte alleine gern weitermachen jetzt. So, Honig räumen wir wieder drauf. Wir sehen uns gleich nochmal. So, jetzt sind wir soweit durch mit den Völkern. Also das, was ich befürchtet hatte, die Uhrzeit ist natürlich kontraproduktiv gewesen. Also ohne Schutz wäre ich da jetzt ein bisschen verprügelt worden. Kommt natürlich auch daher, dass man, wenn man den Schutz anhat, selbst wenn das jetzt so frisch ist, trotz ganz schön schwitzt. Ich gucke jetzt mal die nächsten Stände durch. Da nehme ich euch nicht mit. Das sind die Zadan-Völker vom letzten Mal. Die nehme ich erst wieder mit auf die Linse, wenn es darum geht, Brutentnahme. Das ist, denke ich, eines der nächsten Videos, die wir dann haben. Als nächstes kommt erstmal Kundschwärme. Da sind ein paar Königinnen auf dem Weg zu mir. Beziehungsweise die hole ich mir die Tage ab. Und dann werden wir mal schön die Kunstschwammboxen ausprobieren. Oh, und dann sehen wir uns weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Daumen hoch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, auf Abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.